Stimmt ja. The Crew. Wir sind noch auf dem falschen Bild. Weil zu Anfang soll es ja jetzt heute gar nicht darum gehen. Ja, Toasty, da warst du noch lange nicht da. Also, es soll ja jetzt gar nicht darum gehen, was wir hier sehen, sondern das hier wollen wir uns angucken. Wir haben neue News. Lauda, danke dir für den Sub, mein Lieber. Sebastian. Stimmt, ich muss ja was trinken für dich und Sasa. Cheers. Oh, ja, 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 ich liebe es. Monster Monarch, Leute. Bestes. Absolut Bestes. Okay. Wir müssen reden. Es gibt wieder Neuigkeiten. Und zwar, letztes Mal hatten wir die Visual Changes, also optische Veränderungen im Spiel. Und jetzt geht es um Gameplay Changes. Wir haben neue Infos. Gameplay Changes. Wir fangen ganz oben an. Zusammenfassung. Was kommt? Überspringen wir, zeige ich euch gleich. Wir fangen oben an. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 Änderungen, die wichtig sind. Nummer 1, die Handling Modifications. Also das Handling wird weiter angepasst. Das ist an sich nichts Neues. Das haben die schon letzte Season, Season 5, haben die das angefangen mit 3 Rallycross-Fahrzeugen. Um genau zu sein, mit dem Nissan Skyline GT-R R34, mit dem Chevrolet Camaro SS 2010 und dem Ford Focus RS 2010. Das sind Fahrzeuge, die ein altes Handling-Modell hatten, was nicht so gut läuft. Die haben sie angepasst, um zu gucken, ob es damit besser läuft. Und das hat funktioniert anscheinend. Ich muss sagen, ich weiß es nicht, weil ich habe sie so nicht getestet. Und deshalb machen sie das jetzt mit noch ein paar anderen Autos. Wie man hier sieht. Ja, also diese Autos hier kriegen jetzt alle auch diese Handling-Anpassungen. Die meisten Fahrzeuge, die noch, oder alle, die noch das alte Handling-Modell hatten, kriegen jetzt das neue Handling-Modell. Der Mitsubishi Lancer hatte das schon, deshalb kriegt der das zum Beispiel nicht. So, dann auch mittelinteressant, aber das heißt natürlich, hier werden sich wahrscheinlich Profi-Settings verändern. Das könnte passieren. So, dann auch mittelinteressant, Touring Car, fangen sie jetzt auch an mit Handling Modifications. Zuerst mit 4 Fahrzeugen. Nummer 1, der Murcielago RGT, dann die Dodge Viper Competition Coupé und der Ford Focus RS. Alles keine standardmäßigen Touring Cars, die wir wirklich fahren würden, aber okay. Nicht so ganz verständlich für mich ist, warum sie hier schreiben, ein Auto, das Season 6 erst released wird. Wieso muss das denn geupdatet werden? Das kann doch einfach direkt mit dem neuen Modell kommen, oder nicht? Was sie noch verändern, und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstehe, sind die Grip-Verhältnisse. Und zwar bei Wetter. Wir sehen hier die verschiedenen Wetterverhältnisse. Trockene Straße, wir sehen nasse Straße, Regen, leichter Schnee und bei Schnee. So, und zwar, was sich dabei verändert. Visual ist klar, bei Schnee haben wir Schnee und kein Regen, bei leichtem Schnee haben wir halb Schnee und kein Regen, bei, ne, ist logisch. Aber der Grip Impact, also wie sehr das sich auf den Grip vom Fahrzeug auswirkt, das verändert sich teilweise. Allerdings nicht zu unserem Vorteil, anscheinend. Der Grip Impact von komplett Schnee war vorher voll, ist jetzt voll, war vorher bei leichtem Schnee auf der Hälfte und ist jetzt voll. Bei Regen und nasser Straße war er vorher auf der Hälfte und ist jetzt auch voll. Das heißt, wir haben den vollen Grip Impact von Schnee und Regen. Egal, ob wir nasse Straße haben, Regen haben, bisschen Schnee oder komplett Schnee. Also es wird schlimmer. Macht es aber, und darum geht es auch, mehr konsistent. Das heißt, wenn es anfängt zu schneien, hast du dieselben Grip-Verhältnisse, wie wenn Schnee liegt. Und wenn es nasse Straße ist, ist es genauso wie beim Regen. Das heißt, da ändert sich weniger und es wird dadurch besser bemerkbar. Sagen wir mal, es wird konsistent. Es wird konsistenter, wie das Ganze läuft. Und das Letzte und damit eigentlich das Interessanteste ist das PvP-Playlist-Update. Was bedeutet, wir kriegen neu dazu die US-Speed-Tour-Events, die bis jetzt gefehlt haben, in den Standard-Playlists. Und 5 Stimmungsevents, die wir jetzt hier schon sehen können. Ne? Miami Ride, Flashback, Japan, New Year, The Year of the Tiger, Scary Salem und Icy Xmas in 2 neuen Special Playlists. Was auch immer das heißen mag. So, und stimmt, eins habe ich vergessen. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass sich an dem Driften wirklich was verändert. Was die Handbremstechnik auflöst. Es gibt jetzt allerdings was, was die Handbremstechnik zumindest abschwächen wird. Und zwar das hier. Drift Mode Tweaks.
Zerstörbare Items wie Mülltonnen, Laternen etc. 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 werden nicht mehr euren Drift-Multiplikator zerstören, sondern nur noch Wände. Heißt im Klartext, ihr könnt ab jetzt Laternen und so weiter bedenkenlos umrattern. Das macht das Driften natürlich deutlich leichter. Und das hier, das ist jetzt gegen die Handbremstechnik. Das heißt, die Zeit, bevor ein Drift gezählt wird, wenn man die Richtung gewechselt hat, war vorher bei 1,5 Sekunden. Das ist, um einen kompletten Driftwechsel von links nach rechts zu machen, je nachdem ein bisschen knapp. Bei 2 Sekunden, wo es jetzt hingehoben wird, schon weniger. Heißt im Klartext, es könnte sein, wenn die neuen Strecken eher auf schnellere Drifts ausgelegt sind, worauf ich ja sehr hoffe, könnte es sein, dass die Handbremstechnik doch an Wert verliert. Das wäre möglich. Aber da wir jetzt diese Info bekommen, können wir davon ausgehen, dass es nicht, wie ich gehofft habe, noch mehr Anpassungen gibt, dass zum Beispiel die neuen Events einen Zielpunkt haben, den man erreichen muss. Könnte auch sein, Tosu, dass der dritte Gang dann Meta wird. Also nach wie vor, Driften mit Handbremse wird ein Vorteil sein. Wie stark der allerdings ist, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es könnte sein, dass man jetzt auch mit normalen Drifts theoretisch mithalten kann. Das Problem ist nur, das Tempo des Drifts spielt keine Rolle. Und dann kommt es wieder zum Punkt, dass die Handbremstechnik nun mal es möglich macht, deutlich langsamer zu driften. Und wenn das der Fall ist, dann können wir nach wie vor auch die langen Kurven, schnelleren Kurven, die hoffentlich mit neuen Events kommen, immer noch mit der Handbremstechnik langsamer driften. Und müssen dadurch seltener den Rechts-Links-Wechsel machen, der ja jetzt noch mehr Punkte kostet durch diese 2 Sekunden Timer dazwischen. Das heißt, wenn ich einen Drift von links nach rechts umdrehe, kriege ich 2 Sekunden keine Punkte. Und das ist nun mal immer noch für die Handbremstechnik weniger schlimm als für die normale Technik. Weil die Handbremstechnik dadurch, dass sie langsamer driftet, weniger oft die Richtung wechseln muss. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar, meiner Meinung nach, ob das die Handbremstechnik jetzt abschwächt, dadurch, dass dieser schnelle Wechsel mit der Handbremse nicht mehr so viel bringt, oder ob es sie trotzdem noch stärkt, weil man jetzt eine längere Zeit zwischen den Drifts braucht, um wieder Punkte zu bekommen und die Handbremstechnik nun mal sehr viel langsamer driftet, man also seltener den Wechsel machen muss. Einerseits könnte es die Handbremstechnik abschwächen, andererseits könnte es sie aber auch deutlich verstärken. Beides möglich. Was davon der Fall sein wird, weiß ich noch nicht. Werden wir aber ja in 4 Tagen am Mittwoch erfahren, wenn das Update kommt. Also, ein Buff-Nerf. Ja, irgendwie so. Es wird einerseits die Drift-Technik wahrscheinlich besser machen, andererseits wird sie wahrscheinlich schwächer machen. Müssen wir abwarten, können wir erst sehen, wenn es wirklich im Spiel drin ist. Müssen wir uns erstmal darauf verlassen, dass wir es in 4 Tagen zu sehen bekommen. Aber das wollte ich auf jeden Fall gezeigt haben, bevor wir jetzt auf Diablo gleich umschwenken. Also auf die, die das auf YouTube sehen, macht's gut. Und für Twitch spielen wir jetzt ein bisschen Diablo Immortal, würde ich sagen. Ne? Ne, alles klar.